Hallöchen und herzlich willkommen zurück in der Nacht von Cardlife. Oh, Cardlife. Ja, Matze, hi. Hi. Welcome to Cardlife. Genau, ich irre immer noch, weil der Koya, der hat da irgendwie krasse Action angekündigt und wollte das gerne aufnehmen. Jetzt mach bitte auch krasse Action, damit ich hier nicht umsonst immer noch in meinem Video hier rumirre. Ja, ich habe einen Elite-Imp hier vor mir. Huch, der hängt ja fest. Also krasse Action incoming, fest. Krasse Action, ein Kampf auf Leben und Tod. Er hat 403 von 402 Leben. Ich glaube, der ist kaputt. Ja, dann passt er ja zu dir. Bäh. Der Imp ist kaputt. Er steht genau bei der Basis, aber... Warte mal. Ich will den da jetzt raus haben. So, ja, mein Berg kaputt. War doof. Dein Berg oder dein Bär? Ha! Huh! Ha! Jetzt ist er frei! Riecht aber keinen Schaden. Der ist nachhaltig kaputt, der Imp. Naja, es wird ja gleich hell. So lange habe ich hier halt eine Laterne. Arsch. Eben hat er mich noch verfolgt, total aggro. Bin ich abgehauen? Und jetzt hängt er hier und ist versteinert. Sowas. Skandal. Ja, sowas von. Bisschen überstrahlt das Tier. Minimal. Na gut. Ja. Vom Bär wurde ich auch schon verfolgt. Ja, war großes Drama. Außerhalb der Aufnahme. Und ich bin zwischen, genau auf der Linie zwischen C und D 2,5. Läuft. Werde noch in dieser Folge ankommen, Koya. Du kannst machen, was du willst. Ich werde ankommen. Ha, ha, ha. Ja. Ja, pass mal auf, du. Das ist auch meine Befürchtung. Auf einen Hefe-Kreaturen rum. Ja. Wie war das gerade mit Elite im? Wow. Ja. Hilfe. Die sind gerne mal versteinert, habe ich gehört. Oh, das ist ja schön. Den schönsten aller Kommt an den Strand. Gebaut. Yay! Ich bin am Strand, ich werde wahnsinnig. Yay! Ja, ich bin mittlerweile umgezogen. Ja, nach F7. Nach F7. Junge. Mach keinen Scheiß, sag ich dir. Glaubst du mir nicht? Glaub dir das. So, der Dora 1 Nordwesten, ich komme. Bin sofort da. Ich nehme das Ernstl. Du nimmst das Ernstl. Entschuldige bitte. Juju. Ja. Ich kaufe einen Ü. Ping, 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 ping. So. Da ist Wasser. Ich bin direkt jetzt an der Kreuzung CD12. Exakt. In der Kreuzung. Das ist schön. Holst du mich da ab? Nein. CD12. Dann lauf halt einfach auf dieser Linie quasi nach rechts am Strand. Dann kommt da eine Klippe und da oben wink ich dir zu. Nach rechts am Strand. Okay. Nach Westen halt. Nach Osten. Nee, Osten. Nach Osten. Osten ist C. Nach Osten. Ach, Osten. Osten. Doch, Osten. Ja. Nicht rechts. Westen. Doch, ich seh dich. Noch, wer will? Ich seh dich. Gucken Sie mal hoch. Hier oben. Eben! Wir. Lüft doch Klippe! Vor dir! Vor dir! Richtige Richtung? Vorsicht, Bär! Vorsicht, Bär! Der kann mich mal. Vorsicht, Bär! Ich bring dir mit, du machst den weg. Ja, bestimmt. Ach, da! Hier oben! Juhu! Matze! Ja! Matze! Ja! Matze! Du bist an mir vorbeigelaufen. Ist mir egal, ich hab mich nach der Bude orientiert hier. Was hast du? Hast du Zöpfe?
Sagst du, was hast denn du da alles? Ich hab ein Auge. Und du bist ein laufender Kürbis, oder wie? Das hast du unförmiges gebaut. Ist doch gut, oder nicht? Geil. Ich weiß nicht, was es sein soll, aber es ist. Ich auch nicht. Ach so. Ich sagte, es ist Kunst. Hast du das nicht verstanden? Weißt du eigentlich, wie man die UI ausblendet? Nee, oder? Nein. Das ist gut. Das Punkt ist doch immer so. Ne? Punkt, Komma, nee. Ö, Leertaste. Ja. So, ich baue mir jetzt erstmal was hier. Ja, warte mal. Hau nicht alles um. Ich gebe dir ein bisschen was. Komm mal her. Ist doch wurscht. Das schadet doch nicht, wenn ich es farme. Komm mal erstmal her hier. Ich habe doch altes Zeug, was ich nicht mehr brauche. Ich habe Angst vor dir. Ja, das dachte ich mir schon fast. Also ich habe auf jeden Fall altes Zeug, was ich nicht mehr brauche. Das kannst du direkt nehmen. So. Yay. Ja? Soll ich dir schon mal eine Steinrüstung bauen? Komm. Nee, ich will auch selbst was machen. Ach so, willst du selbst machen. Pass auf, dann baust du dir eine Steinrüstung. Hier hast du Compact Stone, lege ich dir hin. Hier hast du normalen Shadon. Und du brauchst, glaube ich, noch Gefaser. So. Oh, Gefaser habe ich im... Hast du? Ja, ich habe ja viele Büsche. Also ne, Plantmatter habe ich, Fiber habe ich gar nicht so viel. Nimm dir Fiber. Ich gehe es nochmal holen jetzt. Ja, ich hab mal eine praktische Frage. Die war mir in Folge 1 bei mir auch nicht ganz klar. Wenn ich ein Werkzeug baue und ich schnibbel mir das aus und es geht kaputt, ja? Mhm. Und dann muss ich es neu bauen. Warte mal, bleib mal stehen bitte nochmal. Muss ich es dann wieder neu ausschnibbeln oder kann ich das auch stehen? Kann ich das Design auch speichern? Dass ich es dann wieder aufrufen kann. Das ist gespeichert automatisch, das letzte. Ah. Also du kannst immer Craft Last machen und dann hast du genau dieses... Dann sieht es genauso aus wie das davor. Dann sieht es genauso aus wie das davor. Achso, ich dachte, weil ich ein Schnippelmenü bekomme, muss ich es wieder neu machen. Nee, es ist auch zum Beispiel so, wenn du einmal eine Sichel jetzt kreiert hast und du baust eine Eisensichel und eine Holzsichel und eine Steinsichel... Haben die auch alle das Design? Dann haben die auch alle dieses Design, was du beispielsweise bei der Holzsichel entworfen hast. Das beruhigt mich ungemein. Sonst wärst du ja nur mit Ausschneiden beschäftigt. Ja, ja, das hat mich auch, gefreut. Sonst wäre es ein reines Bastelspiel und kein Survival-Game. Sonst hätten wir auch Scribble.io spielen können. So, dann holen wir uns jetzt noch mal ein bisschen Redwood. Aber, falls du Stein brauchst? Nee, mach ich gleich, ja, guck ich ja, gleich. Ich habe eine Mine, ne, also. Dann zeige er sie mir mal gleich. Ja, ja, sagen sie es mir, wenn sie wieder... Ich will jetzt nur einfach mal aus Spaß einen Baum fällen, obwohl ich das Material gar nicht brauche. Oh, da hinten ist was. Warte mal, da hinten ist was. Da ist ein Elite-Wolf. Moment, den brauchen wir nochmal. Irgendwann die Kraft. Ja, aber da war doch eben auch Elite Imp am Strand in der Nähe da von deinem Haus, gell? Ja, Imps sind ja weg, sobald es hell wird. Dann war das kein Imp, dann war das ein Elite irgendwas. Wo ist denn deine Mine? Kann ich gerade nicht, kloppen. Willst du mit mir mal den Elite-Wolf zerlegen? Ich habe noch keine Waffe. Du hast ein Holzschwert von mir, das ja, reicht. Ja, super, das reicht. Ja, das reicht. Ohne Rüstung. Ja, ich gehe den Elite-Wolf zerlegen. So, ich sehe deine Treppe. Da unten ist auch die Mine, ich sehe es doch. Genau. Was hast du denn schon alles gebaut hier? Naja, so viel ist es ja noch nicht. Das Ding... Soll in welche Richtung ausgebaut werden? Die Mine auch einfach runter. Falsche Waffe. Also falsches Werkzeug, ne? Oh Gott. Oh Gott. Soll da auch eine Halle kommen oder soll das nur Flur bleiben, deine Mine? Ich hätte jetzt erstmal versucht, dass wir runtergehen. Weiter runter. Einfach so, immer so, also wenn du was abbaust, baust du immer drei von diesen Blöcken ab, von diesen Ebenen. Ja. Ja. Und ich baue immer so, dass dann eins tiefer geht. Also immer, wenn du vor einer Wand stehst, zwei über dem Boden abbauen, dann bist du dahinter eins tiefer. Ich habe eine Wolfsseele, die bringt mir Leben. Ich mache das einfach irgendwie und das wird nicht so symmetrisch wie bei dir. Und das ist mir auch, vollkommen wurscht. Ich muss leider Wölfe jagen gehen, auch wenn sie mir leid tun. Aber dadurch kriegen... Oh, jetzt noch was viel Besseres als Wölfe. Hier sind diese Feen. Und Wölfe. Okay. Mach du mal. Nee. War mal aber komisch. Oh.
Wahrscheinlich ist das jetzt genau falsch, wie ich es mache. Der Herr hätte es gerne anders. Warum ist hier eine... Ich möchte gar nicht drüber reden. Wir brauchen dringend irgendeine Idee, wie wir uns Nahrung beischaffen, ne? Ja. Also die Büsche hier konnten gerade so mich ernähren. Wenn du jetzt auch noch dabei bist, kriegen wir, ich glaube, echt ein Nahrungsproblem. Okay. Sollten wir uns dann mal bei Gelegenheit überlegen, ja. Wieso? Ja, was? Ich meine, ich jag jetzt gerade schon Wölfe und Feen und dergleichen. Ich kann keine Fackeln bauen, ich habe kein Harz. Und die jagen mich. An mir ist nichts dran, ich habe nichts zu essen. Ein Wolf bringt auch nur ein Fleisch. Ne? Das ist echt fies. Ist nicht so viel, ne? Damit geht nicht so wirklich lange was. Um genau zu sein, ist das eigentlich gar nichts. Alles? Das schien alles. Okay, jetzt wird's interessant. Jetzt hole ich mir mal so eine Fee. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann bringen die nämlich diese magischen Essenzen. Und die brauchen wir für diesen Enchanting Table. Die Triaden, so heißen die. Ja. Fee. Alles. Alles das gleiche. Oh, die hat keine Essenz gebracht. Na gut. Dominen, oder wie? Ich war gerade in der Mine, aber ich probiere jetzt wieder hochzukommen. War gerade mal am Strand unten. Aber Büsche sind doch hier wie blöd. Hier ist eine... Ach je. Eine Krabbe? Ja, die kriegst du ja locker in weg. In Elite, meine ich. Ist auch locker weg. Vor allem mit dem Schwert, dann... ja? Ja, ja, ja. Ohne ja, Rüstung. Du hast immer noch keine Steinrüstung. Ich habe dir doch alles gegeben. Du brauchst die nur bauen. Ja, könnte ich machen. Ach, jetzt muss ich sie mir auch zeichnen noch. Ja, eben drum. Das machen wir nochmal neu, das war nicht gut. Die muss ja auch ein bisschen zu meinem Style passen jetzt. Magic Essence, na endlich. Da musst du aber ganz schön töten, bis da eine kommt. Was ist denn dein Style, wenn ich das mal so provokant fragen darf? Wirst du gleich sehen. Ist der mal diese Armbrust? Ich glaube, ich gehe doch wieder auf den Bogen. Ist der diese Armbrust jetzt spannend? An? Und noch eine Essenz. Da ist es gut. Hallo. Ja, das war jetzt nicht auf dich bezogen. Achso. Entschuldigen Sie bitte. Jetzt kommen auch die Essenzen auf einmal. Eigenartig. So, sind aber keine mehr da von den Viechern. Alles getötet. Ich habe die Triaden ausgelöscht. Für mich so schlecht. Oh, da liegt noch Fleisch. Und? Rüstung? Ist in Mache. Ja. Ach so, du hast meinen Charakter ja im Grunde genommen gar nicht gesehen. Ich habe ja die Rüstung an. Ja, und das war hässlich genug. Das ist sehr, sehr wahr, aber... Warte mal, ich komme gleich nochmal zu dir. Fällt mir gerade ein, ich habe ja einen Helm auf. Und überhaupt alles an. Hier oben wachsen auch diese orangenen Beeren. Die sind relativ... Ich glaube, die machen mehr Energie. Okay. Und mal testen. Upp. Ja. Nimm das alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Hast du irgendwie eigentlich schon mal rausgefunden, wofür man diese Pflanzenmaterialien da braucht? Also nicht die Fasern, sondern das, was du aus den Büschen da rauskriegst? Plantmatter? Nein. Ja, auch nicht. Da rätsel ich nämlich auch noch drüber. Bisher, keine Ahnung, vielleicht kann man das verbrennen oder so. Oh, hier ist noch eine Elite-Krabbe. Jetzt mein Helm rausgeschmissen? Das war ja super. Kann man hier aus Versehen was droppen, ohne es zu merken? Naja, da liegt eine Kiste auf dem Boden. Ja, aber den hat es gar nicht gekraftet, den Helm. Das ist ja ganz eigenartig. Ich bin nicht im Inventar. Und auch das Design hat es nicht gespeichert. Weil ich hatte ihn doch eben schon im Inventar. Also es ist so, wenn du was baust und danach das Inventar schließt, bau das nicht fertig, ne? Wahrscheinlich war ich da zu schnell. Eine Millisekunde vor Ende, genau. Oh. Naja, da war ja was. Holz. Dann können wir gleich mal ein, zwei Wände bauen und dann habe ich auch einen Bezugspunkt für die Kiste. Haben wir das erste kleine Lager, dann gibt es die Betten. Ich habe uns jetzt schon Haut und Felle besorgt für Bettenmatze. Ist das nicht schön? Toll. Ist das nicht schön? Stockbett oder Doppelbett? Stockbett, bitte. Ich oben, danke. Ich glaube, es gibt auch Einzelbetten. Ja, ich denke mal sowieso, dass du dir dein eigenes Häuschen irgendwie baust, oder? Wollen wir erstmal eine Bude zusammen üben? Nee, erstmal am Anfang, aber später will ich eine Villa kunterbunt haben, auf jeden Fall. Ach du Scheiße, aber bitte auf einem anderen Felsen. Danke. Bitte. Fenster. Das ist nicht gut geworden, das machen wir nochmal. Fenster. Fenster. Fenster, wiederhole ich mich, ja, ne? Ja. Nein. So. Wie viel Zeit man hier mit Ausschneiden verbringen kann, das ist herrlich, gell? Ja, schon. Warte mal, hier, das wäre ungefähr die Mitte, ne? Hier so. Dann machen wir davon ein bisschen links und dann fangen wir hier an. Dann machen wir da so ein bisschen krumbelig. So. So. Zum Thema Mitte. Ich würde mich jetzt gerne selbst mal sehen, aber gut. Ich werde dich gleich ausgiebig filmen, Matze. Ja. Und dann muss ich dein Video gucken, oder was? Und dann kannst du mein Video gucken und ich muss ja auch deins gucken. Ich will mich auch mal sehen. Also wir haben beide das Leid. Okay. So, meine Sichel ist im Eimer. Ein wunderschönes Steinsichel, genau. Das wird nicht gut. Oh, Gott sei Dank. So, endlich ein Lager. Aber irgendwie gibt's eine Schnelltransfer-Taste? Nee, ne? Nicht, dass ich wüsste. So, die ganzen Sachen, die man nicht direkt braucht, tun wir mal rein. Den Rest brauchen wir schon relativ häufig. Firedrinks, so. Dreck müssen wir jetzt auch nicht mit uns rumschleppen. Ja, very hungry. Wann weiß man nicht? Man das kann doch. Das für den grillen, Zeichen oder? Muss geübt sein. Für den Zeichen muss richtig geübt sein. Das ist total schwer. Das ist wirklich total schwer. Das sieht vielleicht locker flockig aus. Ach, hier kommen mal so ein paar Linien ziehen, ne? Nee.
Nee, wenn man das nicht Tag ein, Tag aus macht. Ich meine, klar, einige von Zuschauern, wir wissen ja, wie begabt da viele sind, ne? Was da gemalt und gezeichnet wird in der Community. Ja, aber schon das sind ja nicht Wahnsinn. Wir. Aber das sind nicht wir. Nee, ich meine nur, also, aber wenn man nicht gerade jetzt irgendwie damit wirklich tagtäglich zu tun hat, dann, boah. Also es ist nicht, es geht nicht locker von der Hand. So, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir ein Feuer hier mal hinkriegen, oder? Ja. Gibt es überhaupt ein Campfire? Hoffen wir doch mal, oder? Nee. Grill, hattest du gesagt. Nee. Nein, das war ein dummes Gelaber. Was erwartest du? Achso, ich dachte, es gibt sowas wie ein Grill. Nein. Ja, nee, dann weiß ich, dann können wir nur rohes Fleisch essen. Scheinbar. Ich find kein Feuer. Tut mir leid. Vielleicht in der Forge, dass man wirklich so eine Art Grill machen muss? Keine Ahnung. Müssen wir uns gleich mal in Ruhe angucken, ha? In der nächsten Folge, oder? In der nächsten Folge? Ah, wie macht sie schon wieder hier? Ja. Er hat ja recht. So, ich bringe jetzt noch mal ein bisschen Beeren und ein bisschen Fiber mit. Und dann komme ich mal hoch und dann darfst du mich noch einmal angucken, ja? Dann, ja, einmal darf ich dich noch angucken. Das ist aber super nett. Im Dunkeln vor allen Dingen. Ist besser. Dann besser, wirkt okay. Das alles viel realer und gruseliger. Wir machen uns mal ein bisschen Licht hier hin. Wollte ich eh. Da ist es. Dann kommen Sie mal hier. Gottes Willen. Aber wir müssen auch mal gucken, dass man ein Trash sieht. Also, das ist jetzt eine Knollnase. Ist doch gut geworden, oder? Ist dir mein Bärtchen aufgefallen? Ja, pass mal auf, warte mal. Also komm, du bist jetzt auch keine Schönheit, ja. Das steckt dahinter. Ach du arme Sau. Kannst du mal den Kopf wieder drehen? Wie, wohin? So? Nee, dein Kopf ist einfach um 40 Grad verdreht. Zum Körper. Nö. Oh Gottchen. So? Zieh dir was an, nicht, dass es regnet und du aufweichst. Ja. Du bist ja nur Pappe. Regen ist unser größter Feind in diesem Spiel, auf jeden Fall. Oh, ich muss mir noch Handschuhe herstellen, die habe ich noch gar nicht, siehst du mal. Ich kann nicht an diese Truhe, soll das so sein? Ja, wir müssen, das wollte ich auch gerade sagen, wir müssen noch schauen, dass wir uns hier in einen Tribe einladen und da muss ich hier noch eine rechte Verwaltungsmaschine hinmachen und dann kannst du auch alles machen. Eine rechte Verwaltungsmaschine? Eine rechte Verwaltungsmaschine. Eine linke oder eine rechte? Nee, eine rechte, es ist tatsächlich eine rechte. So, ich sammle jetzt mal alles hier noch ein, was ich hier an Rewards bekomme. Sehr gut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Jo, bis lässt dahin. Sich nicht verhindern. Was ist denn da unten, Alter? Ich will das gar nicht. Ciao. Tschüss.